Ja, und das Licht, das sind wir. Willkommen zu Xenon Valkyr Plus. Xenon Valkyr Plus. Drück mal A. Xenon Valkyr Plus ist ein Roguelike-Game und hatte so RPG-Elemente. So eine Art Plattformer auch mit tollen Geschichten. Es gibt zufällig generierte Level, hochwertige Chiptune-Musik. Drei Helden haben jetzt Auswahl. Es gibt 100 Items, also 100 verschiedene Items oder 100, ja, mehr als 100, glaube ich. Und es ist für die Switch seit Januar 2019 verfügbar. Gibt es in mehreren Sprachen, unter anderem auch Spanisch und Französisch. Sowohl halt, wie gesagt, auch Deutsch. Und an dieser Stelle, Dear Fabrice, thank you so much for letting me play the game. Denn das ist der Entwickler und der hat mir das Spiel hier an dieser Stelle zur Verfügung gestellt. Und da will ich mich nicht lumpen lassen und zock das natürlich auch gleich mal an. Und das sind unsere drei Helden, die wir zur Auswahl haben. Die haben jeweils verschiedene Fähigkeiten. Der in der Mitte ist, glaube ich, der ausgeglichenste oder die ausgeglichenste. Das sind ja alles, ist ja zumindest eine weibliche Person. Auch keine weibliche Person oder weiß ich nicht. Und ich nehme einfach sie. Das hier ist unser Raumschiff. Mit Pfeil nach oben können wir wieder rein. Und mal gucken, ich spiele das mit einem Pro-Controller von der Switch. Und da will ich mal gucken, wie ich hier zurechtkomme. Ich spiele aktuell mit dem Steuerkreuz. Man kann es, wie gesagt, auch mit dem... So, wir müssen diesen Wahnsinn aufhalten. Viel Glück, Soldat. Wir können es auch mit dem Stick spielen. Okay. So, dieser riesige Energieball war sehr nah an unserem Planeten. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Mein Name ist Gadil und das ist mein Schloss. Ich erlaube der Armee hier zu campen. Mein Deutsch ist heute etwas eingerostet. Der Plan dieser verrückten Hexe ist absurd. Du musst sie aufhalten. Okay. Ja, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Ich glaube, wir können einmal in das Schloss und wir können einmal in dieses komische, mysteriöse irgendwas. Und da, ich will in dieses mysteriöse irgendwas. Und schon bin ich tot. Was ist das? Oh. Das. Oh. Das Spiel zerstört sich unter anderem auch selbst. So, was habe ich hier noch? Kann ich irgendwas werfen? Ah, noch eine Bombe. Gut. Die Bombe, die füllt sich scheinbar nach. Wir haben drei davon gehabt. Das sehen wir oben links. Das hier ist scheinbar die Karte da oben rechts. Ancient Tech Forest. Oh, ich vermute mal, es geht nach unten. Hier geht's nicht lang. Oh, es gibt einen Doppelsprung. Der Doppelsprung funktioniert nur, wenn man an der Wand steht, so wie ich es gerade mitgekriegt habe. Und wenn man halt nach links springt, ein bisschen nach links lenkt. So, ist das? Nice. Ja, wir können hier rein. Nein! Das war aber knapp. Okay, der Kollege ist gestorben. Wo ist denn unsere HP? Da oben links. Mal gucken, ob wir die irgendwie auffüllen können. Ah ja, unten. Okay. So.
Was haben wir hier? Was schießt der Kollege dort ab? Oh. Nein! Ah, das tat weh. Wie viele Level haben wir denn? Ich glaube, ein Leben haben wir jetzt nur noch. Wir sind da. Nein! Toll. Da sind Spitzen, da kommen wir nicht hoch. Wir gehen da einfach mal hier runter. Beziehungsweise, weiß ich nicht, wenn ich hier einstoße, passiert nichts. Ach! Hier, guck mal. Keine Ahnung, was haben wir da jetzt eingesammelt? Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch so teilweise... Hä? Was war denn das? Ich habe gerade irgendwas bekommen. HP oder sowas. Hat sich hier irgendwas regeneriert? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es doch gar nicht. Ich kenne doch das Spiel nicht. Ich spiele es doch hier zum ersten Mal. So, haben wir noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Ach ja, hier ist die Bombe wieder. Haben wir sowas wie ein Inventar? Ich muss mal ganz kurz die Tasten hier ausprobieren. Oh! Das geht nur, wenn ich es festhalte. Ach, das ist Fortsetzen. Status, Ausrüstung, besondere Items. Habe ich aktuell nicht viel. Da unten sind noch mal ein paar Gegner. Mal sehen, ob wir die plätten können. Da werden wir auch gleich sehen, wie lange es braucht, bis wir ja, das Level nicht schaffen. Level 1, 7 Kills, Geld 148. Ist natürlich die Frage, ob wir das behalten oder nicht. Wir drücken A, zurück zum Camp. Und es zählt auch irgendeine Zeit da oben, seht ihr das? Ich probier's hier mal. Ach, guck an. Hier können wir noch Items kaufen sozusagen. Was ist denn das im Hintergrund? Krass. Ja, das ist hier scheinbar noch zu teuer. Macht Schaden von 18 bis 23. Kostet 7. Die Frage ist, 7 was? 7 oben rechts oder da unten rechts? 7 Goldmünzen. Wir sprechen mal mit denen. Ah ja, okay. Bekommen wir nur aus weißen Kisten. Der Waffenladen. Das war's. Mehr ist hier nicht. Wir können nichts kaufen. Wir haben kein Geld. Das heißt, wir müssen... Oder warte mal. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo was im... Ah, hier, guck mal. Schwerter und Waffen. Das ist das, was wir ausgerüstet haben. Beziehungsweise was wir gefunden oder erforscht haben. Oder gekauft. Oh ja. Ach, okay, alles klar. Wir können hier quasi die Helden wechseln. Dann versuchen wir es nochmal im Forest. Die Level sind wie gesagt zufallsgeneriert. Deswegen sieht das jetzt hier auch wieder etwas anders aus als das vorangegangene. Was ist das? Aua! Ach, guck an! Jetzt bin ich tot und XP habe ich bekommen. Interessant.
Das war so clever von mir. Oh. Das dauert eine Weile, bis ich hier wieder das hinwerfen kann. Ach Mensch, ich dachte, ich kann das hier schon unten zerstören. So, jetzt aber. Mal gucken. Jawohl. Diese komische Schildkröte aus Mario. Und hier. Weiße Kisten. Photon Sword. Great Sword of the Empty. Jetzt können wir quasi tauschen. Und so wie das aussieht, macht das definitiv ein bisschen mehr Schaden. Und deswegen nehmen wir das auch. Oh. Fettes Teil. Wer träumt nicht davon? Ah, toll. Wir fallen auch gleich mal runter. Witzig ist, dass wir... Ah! Oh, Level up. So, wir können uns quasi die Wege mit unseren Bomben freisprengen. Das scheint aber nicht immer zu funktionieren, sehe ich gerade. Zeitbombe. Dann gehen wir halt hier oben lang. Gibt ja immer Möglichkeiten. Au! So, das ist schon ziemlich schwierig, die Gegner zu treffen. Aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen... Oder setzt halt quasi auch ein kleines bisschen Übung voraus. Und jetzt springen wir da auch noch da rein. Und sind tot. Hm... Unsere Waffe ist halt erstmal aktuell scheinbar nur ein Schwert. Guck mal, was haben wir hier? Münzen. Oh, was ist das? Das sieht sehr gefährlich aus. Level up. Mich würde ja mal interessieren, was die Zeit dort zu bedeuten hat. Na, springen noch. Ah, nein. Mal gucken, ob wir jetzt diese... warte mal, wir haben jetzt 78 Geld. Zurück zum Camp. Behalten natürlich nichts. Ah, schwierig, ne? Und jetzt läuft die Zeit wieder. Aber wir haben auch unser Schwert nicht mehr, oder? Nee, das müssen wir jetzt wieder finden. Jetzt fangen wir quasi auch wieder bei Level 0 an. Ah, das ist mies. Ich muss kurz mal einen Schluck aus dem Glas nehmen. Ich habe einen etwas trockenen Hals heute. So, okay, weiter geht's. Ja, oder auch nicht. Das hier. Ach, das ist die Plattform, wo wir gestartet sind. So, da haben wir uns eingesammelt. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir uns einen Weg nach unten kämpfen. Beziehungsweise den Weg nach unten suchen. Da oben haben wir ja die Karte. Da sehen wir auch die Gegner, wo sie sind und so weiter. Toll. Achso. Wir können auf die Stacheln nicht drauf springen, aber durchlaufen geht. Interessant. Das wusste ich auch nicht. Nein! Ja. Ja. Na klar. So, ich mache mal hier eine Bombe. Ach doch, guck mal, da oben rechts. Wir müssen ja gar keine Bomben. Da oben rechts geht es nämlich weiter. Da sammeln wir erstmal das hier ein. Und dann geht es nämlich hier runter. Ah.
Hey, was macht der hier? Warum macht der alles kaputt? So, jetzt fahren wir hier runter. Mal hier noch was einzusammeln. Nochmal Geld. Oh, hier. Oh. 2 bis 5. Boah, nehmen wir mit, ne? Ob es eine Art Endgegner dann gibt? Schwierig zu sagen. Da komme ich nicht raus. So, dann geht's hier weiter runter. Aua. Au. Level up. Oh, ich dachte, ich wäre schon tot. Meine HP ist auch bald down. Warte, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Das geht hier runter scheinbar. Ja, jetzt wollte ich clever sein, ne? Und hat nicht geklappt. Aber so wie es aussieht, läuft er dann auch nicht weiter, ne? Hä? Jetzt ist der explodiert. Was? Nein, da unten, habt ihr gesehen? Ach, jetzt wäre ich beinahe, jetzt hätte ich es beinahe geschafft. Ich ist ja auch nicht die, naja, mal sehen. Wir versuchen es einfach mal. So, auf geht's. Oh, zack, zack, zack. Der explodiert. Okay, alles klar. Siehst du, das ist war nämlich gerade noch nicht ganz so klar. Hier geht's runter. Ziel würde ich auch sagen, ist, dass wir ein bisschen Zeug sammeln hier. Weil, wieso kann... Das ist ja... Oh! Level up! Wir brauchen ja Münzen, um uns dann später in den Waffenladen neue Waffen zu kaufen. So, jetzt folgt uns hier so komisches Vieh. Klasse, die sind echt fies. Jetzt gucken wir auf die Karte, wo geht's runter? Hier gibt's keinen so richtigen Ausgang oder was? Müssen wir gucken, vielleicht finden. Oh, was liegt denn hier? Aber diesmal finde ich keine Truhe hier, oder was? Naja, nicht so wild. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen mehr Geld eingesammelt, als wir hatten vorhin. Nein! Was nützt uns aber die XP, wenn wir sterben? So, guck mal, da unten links geht's runter. Wir können auf diese Plattform hier unten springen. Da ist irgendeine Kanone. Ah. Das ist mir jetzt so riskant. Hier ist diese... Da ist eine Kiste. So,
2022. Na, nehmen wir mit. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Ich warte einfach mal kurz, wie diese... Ach! Mal gucken, jetzt so ein Schussintervall. Zack. Zack. So, das reicht. Nee, reicht nicht. Wir müssen ja nicht alles zerstören. Und hier haben wir den Teleporter. Wohin willst du dich teleportieren? Runtergehen, zurück nach oben. Ach du Kacke, jetzt sind wir wieder oben. Oh. Nee, ich dachte, wir sind jetzt oben quasi in der Base. Aber naja. Wir sehen ja, dass hier unten keine Feinde mehr sind. Hoffe ich doch. Wo ging's denn jetzt hier lang? Hier auf jeden Fall runter. Genau. Da oben ist auch noch was. Ah! Nein! Oh. Egal. Das ist jetzt erstmal egal. Jetzt hat man das fast geschafft, ja? Und jetzt bin ich tot. Zurück zum Camp. Und verliere mal wieder alles. Klasse. Gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Es ist wirklich schwierig. Ich würde mir wünschen, dass man wenigstens einen Teil davon behält, wenn man stirbt. Oder dass man dann die Möglichkeit hat, wieder nach oben zu kommen. Das ist vielleicht aber dann später noch möglich. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das Ding des Spiels. Wir werden sehen. Ich bedanke mich nochmal bei dem Entwickler, der mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Und wer es selber anzocken möchte, ja, gibt es im Switch, im Nintendo Switch Store. Preis weiß ich jetzt leider gar nicht. Und ja, wird aber nicht teuer sein. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut bis dahin und ja, bleibt so schön. Tschüss.